Jetzt ist es offiziell. Dauer-on-off-Liebespaar Jelis Kott und Johannes Haller haben sich getrennt. Das kam ziemlich unerwartet. Doch die Influencerin hat jetzt bekannt gegeben, dass es einige Gründe dafür gab. Sie packt ordentlich aus. Kurzzeitig wollten die beiden sogar heiraten. Sie hatte sogar überlegt, wann das am besten klappt und ob sie Kinder haben wollen. Aber damit ist wohl Schluss, denn Johannes wird nicht ihr Ehemann. Vor ein paar Stunden hat sie ein knapp 10-minütiges Statement veröffentlicht. Darin erzählt sie wirklich alles. Natürlich wollen die Fans jetzt wissen, was er dazu zu sagen hat. Gleich nach ihrem Statement hat er auch tatsächlich etwas gepostet. Allerdings kein Statement, sondern eine Geste. Na, das hört sich ja richtig nach dem Motto an: Wow, mir egal, was du da für eine Scheiße erzählst. Hier, schaut es euch an. Wie findet ihr die Reaktion von Johannes? Glaubt ihr, dass es da noch einen Rosenkrieg geben wird? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen.